Hallo Leute, was geht ab? Willkommen auf meinem Kanal zurück. Ihr habt jetzt die letzten Tage danach gefragt, ob ich mich weiterhin um Perks kümmern kann, die bei Black Ops 4 drinne sind, die Beschreibung haben, die aber eventuell gar nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Ihr habt das Video, ich verlinke es trotzdem oben mal gesehen, über Taktikmaske. Da habe ich euch ganz klar gezeigt, warum Taktikmaske das mitunter wichtigste Perk im ganzen Game ist. Es kontert Spezialisten, es kontert so viele Scheiße. Und heute kommen wir zu dem Thema, was wirklich mir auf dem Herzen und auf der Zunge schon brannte. Weil jeder Pro, jeder Tryhard, jeder spielt Gewandtheit in Black Ops 4. Und wir werden heute durch alles durchgehen, was Gewandtheit eigentlich tun soll. Und am Ende werdet ihr feststellen, dass es eventuell Sinn macht, wenn man sich davon verabschiedet, das zu glauben, was in den Textdateien steht und in den Erklärungen. Deshalb, Leute, ohne jetzt hier groß weiter umzuschwafen, ich werde euch heute 1:1 zeigen, was Gewandtheit bringt, ob es was bringt und was wir davon halten können. Dexterity auf Englisch oder Gewandtheit auf Deutsch sagt uns im Prinzip, dass wir schneller klettern können, rutschen können, sliden können, Waffen schneller wechseln können und wir haben erhöhte Präzision, wenn wir rutschen, klettern oder springen, was bei einer Meta wie hier in Black Ops 4 beim Jumpshotten natürlich super wichtig ist. Wir werden uns um jeden einzelnen Punkt davon kümmern und am Ende gucken wir uns an, ob der zweite Punkt so geil ist, wie er klingt oder ein Placebo für alle. Das erste, was wir uns dabei anschauen wollen, ist, ob wir wirklich mit diesem Perk schneller klettern und einfacher klettern. Und dafür habe ich einfach gedacht, wir gucken auf der größten, höchsten Leiter, die wir in Black Ops 4 haben. Und das dürfte in Firing Range sein. Wie man hier sehen kann, macht es tatsächlich einen Unterschied, weil wir eine Leiter hochklettern. Rechts seht ihr mit Gewandtheit, links seht ihr ohne Gewandtheit. Wir sind wirklich schneller da. Jetzt sollte man aber bedenken, ob es so viel Sinn macht, weil es einfach nicht so viele Leitern in Black Ops 4 gibt. Und wenn es Leitern gibt, sind es oftmals kurze, die man einfach direkt hochspringen kann. Deshalb schauen wir uns doch einfach mal an, ob wir wirklich besser und schneller klettern. Links ohne, rechts mit. Und ihr seht es, es macht keinen Unterschied. Es ist Frame für Frame und man könnte vielleicht, wenn man ganz genau hinguckt, es macht einen winzigen Unterschied aus dem Stand, aber es ist im Prinzip kaum bemerkbar. Dementsprechend würde ich sagen, können wir das Thema schneller klettern, aus dem Stand zumindest, erstmal ad acta legen und sagen, nicht lohnenswert. Gucken wir uns einfach mal an, ob wir tatsächlich weiter und schneller sliden, was ja auch die Beschreibung vom Perk ist. Und wie ihr sehen könnt rechts, wir sliden nicht unbedingt viel schneller, wir kommen aber über die ganze Weite ein bisschen weiter voran und wir erholen uns ein wenig schneller. Immerhin, das stimmt zumindest. Insgesamt gesehen muss man tatsächlich sagen, dass diese ersten Punkte, die ja eigentlich einen relativ guten Unterschied machen sollen, zumindest zu dem Gegensatz, dass man das Perk nicht ansetzt oder nicht auswählt, relativ enttäuschend sind. Und als ich das jetzt alles wirklich mal in Ruhe getestet habe, das ist schon ein paar Tage her, habe ich mich gewundert, weil ich hatte in jeder von meiner Klasse Gewandtheit. Ihr kennt meine Standardklassen für jedes Sturmgewehr, für jede SMG. Das war Gewandtheit, Totenstille und Taktikmaske. Und habe dann überlegt, dass ich im Prinzip von den wenigen Perks, die wir in Black Ops 4 eigentlich nur haben, tatsächlich eventuell eins verschwenden könnte. Aber jetzt kommt ja das Wichtige, viele von uns nutzen Scuff, viele von uns Jumpshotten. Es gibt ja immer noch den zweiten Teil von dem Perk, von der Beschreibung, und zwar, dass es eine erhöhte Accuracy, also erhöhte Genauigkeit gibt beim Jumpshotten, beim Springen, Klettern, Rutschen. Und das wollen wir uns jetzt auch einfach mal genau angucken, denn das ist im Prinzip das, was für uns am wichtigsten ist. Können wir Waffen schneller wechseln, zum Beispiel bei S&Z, wenn man Sniper ist, mit einer Pistole, mit einer SMG dazu? Ja, können wir. Es ist wirklich ein Unterschied. Ich habe mir es hier aber angeguckt beim Raketenwerfer und bei einer Sniper, einfach weil die beiden Waffen im Prinzip die größten Zeiten zum Switchen haben. Ob es deswegen lohnenswert ist, ich weiß es nicht. Deshalb gucken wir uns doch einfach mal an, was passiert, wenn wir das machen, was wir eigentlich damit tun sollen, was gut sein soll. Wir springen und schießen und guckt es euch an, Leute. Es macht keinen Unterschied. Wir stehen, wir schießen. Guckt auf die Recoil-Pattern von der Waffe, es ist noch eine sehr genaue Waffe. Gewandtheit bringt uns beim Jumpshotten gar nichts. Deshalb habe ich mich entschieden, dass ich das nochmal in der vollen Bewegung probiere, weil ich davon ausgegangen bin, dass dieses Perk zumindest dann seine, ich sag mal, Berechtigung findet. Und wie das Ganze aussieht, wenn wir uns bewegen und springen und wie genau wir dann tatsächlich sind im Gegensatz zu dem Perk, wenn wir es nicht ausrüsten, sehen wir jetzt. Und wie ihr jetzt hier wieder sehen könnt, es bringt uns überhaupt nichts. Selbst wenn wir uns dabei bewegen, macht es keinen Unterschied. Ob wir stehen, ob wir uns bewegen, unsere Genauigkeit beim Schießen, beim Springen ist dieselbe, mit und ohne Perk. Es gibt keinen Unterschied.
Aber bevor wir jetzt sagen, dass dieses Perk völliger Schwachsinn ist, habe ich nochmal probiert, ob das Ganze einen Unterschied macht, wenn wir springen, jumpen, schießen und dann darauf achten, ob vielleicht das Hipfire deutlich besser geworden ist. Und das Ergebnis seht ihr auch jetzt direkt. Ohne große Umschweife können wir, glaube ich, damit ein Fazit ziehen. Und zwar ist dieses Fazit, dass Gewandtheit ein unsinniges Perk ist, es sei denn, dass wir ein bisschen schneller klettern wollen oder ein bisschen schneller rutschen wollen, ohne dass es einen wirklich signifikanten Unterschied macht. Für Jumpshotten macht dieses Perk leider überhaupt gar keinen Sinn, weshalb wir es in die Tonne treten können. Wenn ihr mich jetzt fragt, was ihr aus der zweiten Kategorie als Perks denn wirklich gebrauchen könnt, dann kann ich euch nur sagen, ich habe mittlerweile jedes Perk in Depth einmal analysiert. Leichtgewicht ist eine Option, reduziert bzw. erhöht eure Geschwindigkeit beim Laufen, aber nur, ich sag mal, nicht signifikant. Also ist eine Option, muss aber nicht unbedingt sein. Ich würde euch definitiv zu 100.000% Ganghohe empfehlen. Jetzt ist die Frage an euch, liebe Leute, worauf habt ihr als nächstes Bock? Soll ich zwei Waffen vergleichen, zum Beispiel die Maddox und die KN oder die Maddox und die Vapor? Oder die GKS und die Cordit. Ihr könnt euch da zwei Waffen aussuchen, die könnt ihr einfach unten reinschreiben. Oder soll ich das als nächste Folge von diesem ganzen Indev vielleicht irgendein anderes Perk analysieren oder eine Map oder einen Laufweg bei einer Map oder. Schreibt unten rein, was ihr als nächstes haben wollt. Wir können wirklich Stat-Vergleiche machen. Wir haben die Stats für alle Waffen, für den Schaden. Wir können Aufsatzvarianten vergleichen, zum Beispiel schnell ziehen 2 und Schaft 2, Großkaliber 2. Worauf auch immer ihr Lust habt, schreibt es unten rein. Würde mich freuen, wenn ihr euch da rege beteiligt. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Das Ganze ist immer so ein bisschen Ausarbeitung, dass man auch herausfindet, was das Perk am Ende tatsächlich bringt. Warum es so ist, ich kann es euch nicht sagen. Aber wie gesagt, das ist das heute von mir. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und haut rein.